Hallo, liebe Leute. Also ich rede ja immer von Libidoermächtigung und bei Libidoermächtigung geht es ja darum, wie du deine Energie öffnest und wie du sie auslebst im Sakralchakra. Und ich rede natürlich auch von Herzenergie. Und ich hatte jetzt einen Videocall mit einer bildhübschen, unheimlich süßen Frau, die mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, die sich auch sehr für meine Tantra-Massagen und so interessiert. Und wo ich das Gefühl habe, dass wenn wir uns treffen würden, würde einfach die, ich sag mal, die Zündung einfach explodieren. Und wir können uns allerdings momentan nicht sehen. Es ist also sehr schwierig, auch für sie, wenn man auch sagen würde, okay, es ist eine Tantra-Session oder so. Es geht einfach auch räumlich momentan nicht. So, und dann, also von der Distanz her. So, und dann habe ich, dann haben wir so, dann kam mir so die Idee, okay, was würde mir jetzt am meisten Libidoermächtigung geben? Oder wie könnte man das aufdrehen, sozusagen? Oder wie könnte man das noch mehr Freude, noch mehr Sexualität erleben? Auch auf Distanz. Und deswegen mache ich das Video, weil vielleicht fühlt sich da jemand inspiriert. Dann kam mir fiel ein, dass was mich besonders anmacht, sind ja Frauen entweder in engen Yoga-Sachen oder in Sommerröcken oder in Sekretärinnen-Outfit. Das sind so diese drei so oder Business-Mini-Dresses. Ist auch ja so Sekretärinnen-mäßig. Das ist das, was mir wahnsinnig gut gefällt an Frauen, also wenn sie sich so anziehen. Und dann dachte ich so, okay, für nächste Woche, wenn ich mit ihr telefoniere, wenn sie das so machen würde, dann wäre quasi meine Sakralchakra, würde für auf die, schon allein die Fantasie würde das quasi die ganze Woche explodieren. Ich merke jetzt schon, also das tut mich schon ziemlich anmachen. Und ich, witzigerweise, und jetzt erzähle ich euch was, ich glaube, ich lerne es erst jetzt so richtig zu kommunizieren. Also ich glaube, ich habe es noch nie so richtig kommuniziert. Meine Vorlieben, sozusagen, bei einer Ex-Freundin habe ich es immer so ein bisschen kommuniziert, aber jetzt lerne ich wirklich damit sehr offen umzugehen und ich lerne das zu kommunizieren. Und für mich ist das einfach total explosionsmäßig, wenn es so sekretärinnenmäßig ist oder wenn die Frau sich so anzieht oder mit den engen Yogahosen, mit den engen Sachen oder mit dem Sommerrock oder sowas, mit dem Mini-Dress. Das gefällt mir einfach wahnsinnig gut und wenn die Frau das macht, dann explodiert mein Sakralchakra. Und ich merke schon die Fantasie auf die nächste Woche, also die Anticipation, das Warten darauf, wird für die ganze Woche mein Sakralchakra aktiviert halten. Und ich dachte so, was könnte ich für sie tun in dieser Zeit? Und mir ist erst nichts eingefallen und dachte ich, oh Mensch, na klar, ich mache ihr eine Audionachricht. Also ich mache ihr eine geführte erotische Meditation. Oder einfach so ein halt so ein erotisches Audio für Frauen und ich weiß, dass das Frauen lieben von mir. Also das habe ich schon so oft bestätigt bekommen. Und dann dachte ich so, ich mache eins speziell für sie. So, 10, 15 Minuten sowas. Und ja, das haben wir jetzt so entschieden und dann sehen wir uns nächste Woche quasi im Videocall. Und bis dahin hat sie mein Audio. Und ich kann die Fantasie laufen lassen, so was das angeht. Und jetzt eben, ohne obwohl man sich sofort schon sehen kann. Und ich finde, dass es eben das Schöne ist, dass man sich so welche Sachen ausdenken kann, obwohl da eine Distanz da ist. Und so kannst du dein Sakralchakra aktivieren. Also mal ganz ehrlich, ich könnte jetzt schon irgendwie in die Dusche und fantasieren.
Es ist einfach, das hat mich so aktiviert, brutalst. Danke. Zinker, zinker. Ja, das ist schon irgendwie geil. Ja, und das wollte ich mal mit euch teilen, dass es halt wirklich so viele Möglichkeiten gibt, Libido-Ermächtigung zu leben und sich einfach zu erlauben, diese Entscheidungen zu treffen. Das wollte ich mit euch teilen. Und allein die Entscheidung schon lässt dein Sakralchakra explodieren. Also, ich habe sie noch nicht im Sekretärinnen-Outfit gesehen. Und sie hat noch mein Audio nicht gesehen, aber schon fühle ich diese ganze Energie. Und darum geht's. Ja, und jetzt werde ich langsam einkaufen gehen.